Natürlich musst du nicht bei jeder Frau gleich den Teufel an die Wand malen, denn da draußen gibt es wirklich noch gutes Material, bei dem eben noch nicht Hopfen und Malz verloren ist. Musst halt nur eine entsprechende Selektion vornehmen. Und meine Erfahrung ist es, dass sehr viele Frauen einfach nur auf deinen Impetus der Vernunft warten und sich dir dann anschließen. Also echt nicht wenige Ladies, mit denen ich zum Beispiel zum ersten Mal rede, die haben erst eine komische Meinung aus Schule und Medien, dann stellt sich schnell raus, dass sie eigentlich gar keine Meinung haben und ein bisschen später haben sie dann meine Meinung. Was du tun solltest, ist es halt echt frühzeitig deine rote Linie zu kommunizieren. Was tolerierst du und was tolerierst du nicht? Welche Frau kannst du in dein Leben lassen und welche nicht? Ist ja auch nicht so schwierig und sollte auch nicht so ungewohnt für dich sein, denn naja, bei Männern, da machst du es ja auch nicht anders. Schnorrer und Verlierer, die meidest du einfach. Warum soll das bei einer Frau anders sein, nur weil sie gut aussieht und du aus welchen Gründen auch immer irgendwelche Gefühle für sie entwickelst? Und das mal so nebenbei, denn das ist ein wichtiger Punkt. Frauen verhalten sich ja, wenn sie verliebt sind, immer ein bisschen sonderbar, was natürlich normal ist. Männer aber, die verhalten sich wie komplette Vollidioten und sie tolerieren Dinge, die sie nicht tolerieren sollten. In den meisten Fällen bei einer kaputten Frau, da siehst du doch eigentlich schon von Weitem, dass du nur verlieren kannst. Das siehst du und das hörst du auch von dem, was sie so von sich gibt. Nicht selten, da wedeln die Frauen ein ganzes Meer von roten Flaggen und viele Männer stellen sich dann hin und denken sich, alles halb so schlimm, das gibt sich schon mit der Zeit. Nee, das wird es halt meist nicht und du bist sowieso nicht dafür verantwortlich, eine kaputte Frau zu reparieren. Wenn du es versuchst, bitteschön. Eines der unterschätzten Zeichen, dass eine Frau für was Ernstes nicht zu gebrauchen ist, ist für mich ganz klar die Frage der Weltanschauung bzw. Ideologie. Und nochmal, viele Frauen tun eigentlich nur so, als gehören sie einer Ideologie an, verhalten sich dann aber in natura ganz anders. Beziehungsweise du bekehrst sie recht schnell, ohne dass du dich großartig dafür anstrengen musst. Bei manchen Frauen, ja, da geht das aber nicht und die Frau versucht allen Ernstes, dich für ihre Einstellung zu begeistern. Die sitzt dann vor dir und parodiert ununterbrochen die Phrasen, die man ihr medial eingetrichtert hat. Und hier kannst du eigentlich schon gleich die Reißleine ziehen. Deine Weltanschauung ist allein deine Sache. Hast du keine, dann ist das schlimm genug, aber sich von Frauen eine konstruieren zu lassen, naja, das ist einfach mal grob fahrlässig. Ich meine, du bist mit einer Frau aus Fleisch und Blut auf einem Date und nicht mit einem Pastor. Der natürliche Ablauf ist, dass Frauen deiner Weltanschauung folgen. Das ist die Norm sozusagen und das betrifft ja zum Beispiel auch die Hobbyfrage. Welche Männerhobbys Frauen mögen, dazu habe ich ja auch schon ein Video gemacht. In letzter Hinsicht aber wird sie sowieso das cool finden, was du cool findest. Wenn die Chemie stimmt, dann wird sie dir folgen und eben auf das stehen, worauf du stehst. Frauen bevorzugen immer Männer, die in ihren Werten stabil sind, die wissen, was sie wollen und die ihren eigenen Instinkten folgen.